Bams, wir sind jetzt nochmal hier live aus Kehl. Ja, nicht wundern, nicht die Insel Oloron. Wir sind gerade am Auswandern, hatten einen kleinen Zwischenstopp, mussten wir hier machen. Zwangsnotunterkunft, weil die Deutsche Bahn sich irgendwann hier nie vorgeschmissen hat, keine Ahnung. Und eine Hälfte von diesem Mann ist jetzt in Frankfurt und eine Hälfte in Paris schon, glaube ich. Nehmen wir mal an, keine Ahnung. Aber morgen können wir wieder normal weiterfahren. Und Kehl hat anscheinend eine Kultfigur hier. Ne? Kann man so sehen, kann man so sagen. Ich weiß nicht, ob ich mal den Mann fragen kann. Oder so. Aber ich habe meine Frage. Wissen Sie, ob der Storch da oben, sitzt der da öfter? Sehen Sie das? Oben drauf? Ja, ich sehe den Sturm. Den ja. Storch. Ist der öfter da oben? Eigentlich, also mir ist es noch nicht aufgefallen. Ja. Müssen Sie mal darauf achten, weil der sitzt meiner Meinung nach so da, als ob der da seinen Platz hat. Also, ja. Also Nester hat er sicher nicht, aber in Kehl gibt es 4 Storche Nester. Ah, okay. Ja, okay. In Richtung Sundheim. Und, ah, okay. Wirklich, dass der. Ich weiß es nicht, dass in Sundheim weiß ich, dass ja. Da drei Nester sind und in Kehl ist da im Dorf auch ein Nest. Ja. Kann das sein, dass der hier mal eine Pause macht, ja. Aber ein Nest hat er sicher nicht. Er chillt ein wenig. Ja, ich weiß nicht, das sieht aber nicht so aus, als ob irgendwie was mit dem nicht in Ordnung ist. Nein, nein, nein. Aber der sitzt ja. Also und genießt noch die letzten Sonnenstrahlen. Dem gefällt das da oben. Ja. Tschüss, ja, schönen Abend noch. Danke. Man sieht das ja, der Mann auch gerade richtig nett. Wo? Da hinten kommt noch einer angeflogen, glaube ich, oder? Ja, nee. Was ist das denn? Ey, was geht hier ab? Also wir sind hier nicht auf Ilderung. Wer denkt, wir verarschen den? Ich kann mal ein Nummernschild filmen. Hier, man sieht das. OG ist, wie heißt das nochmal? Offenburg. OG. Offenburg. Wegen Burg. Achso, okay, Offenburg. Alles klar, OG. Andere würden sagen OG, Original Gangster. Alter Ice Cube Song, ja. Hier fahren sie alle mit OG-Nummernschild rum, richtig geil. Aber wir wollten nur mal so zeigen, wie gesagt, diesen Storch. Wir sind zum ersten Mal hier, aber sowas fällt mir halt ins Auge, oder uns. Sieht sehr schön aus. Ist ein Chiller. Ich nenne ihn jetzt Willi. Willi! Er guckt sogar, ja, und wenn ich jetzt wüsste, was sie gerne essen, würde ich ihn füttern, der wird, weiß nicht, ob der, aber der sieht Brot mir echt... Und sowas, auch so Brotkrümel. Der sieht mir zahm aus. Also wer Ahnung hat, der sieht mir zahm aus, ey. Da fahren LKWs unter dem her und der sitzt da einfach, ja. Ja, schön. Ich will einmal warten, bis er sich bewegt. Nicht, dass die Leute sagen, oh, das ist so nur eine Attrappe, die hat einer da oben hingestellt, weißt du. Ja, man sieht das, er bewegt sich. Hammer cool. Hey! Willi, man sieht das, er hört ein bisschen auf seinen Namen schon, er dreht den Kopf. Man sieht das, wirklich sehr schön und ja, er ist ein Chiller, er sitzt ganz oben. Und ja. Der die Babys bringt. Das ist übrigens der Storch, der die Babys bringt, ja. Ohne Witz. Also wenn Väter zu euch ungerecht sind und so, dann wahrscheinlich wurdet ihr wirklich von einem Storch gebracht. Das ist gar nicht euer richtiger Vater. Der erzählt nur die Scheiße so. Ja, keine Ahnung. Kommt mir ein bisschen bekannt vor, diese Story. Ohne Scheiß. Aber ist cool. Muss man mal gesehen haben, ja? Er putzt sich gerade sein Gefieder. Andere Hunde zum Beispiel lecken sich ihren Und er ist ganz chillig, Alter. Er leckt sich sein Gefieder und fertig ist. Und gut ist. Hier sieht man so die Straßen hier von OG, Alter. Offenburg, Alter. Wir haben schon gerade gedacht, ist das nicht hier Offenbach? Ist das nicht mit diesem Asitoni, Alter? Nee, ne? Nee. Müssen wir mal ein bisschen runter. HD, Heidelberg. Ja, ja, natürlich. Was? Klar. Ja, gibt's auch, denke ich mal, ne? Ja, alles ja, mögliche. Du bist auch nicht so weit weg jetzt. Ja, 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 ja. Ich musste gerade ein bisschen weghalten, wer sich wundert, hier mache ich das nicht in Deutschland, ja. Also wir sind jetzt an der Grenze zu Frankreich, aber ich mache das hier einfach nicht. Weil hier ist deutsches Volk und man merkt das, ne? Die sehen eine Kamera, ne? Wie die gleich gucken, ne? Also ich denke mal, hier filmt man einen, wenn man Pech hat, der ruft sofort die Grünen. Ja. Diese Marsmännchen, diese Kleinen, die einen immer zu Unrecht verurteilen. Und, ja, keine Ahnung. Sehr schön, Frau mit Kinderwagen. Beziehungsweise so ein Teil hinten dran am Fahrrad. Auch geil, ne? Aber kenne ich schon. Hans-Mann-Straße. Ja. Ich sehe gerade schon wieder hier und auch die türkischen Mitbürger hier in Kehl. Ja, sehr nett, sehr freundlich. Boah, ja. Grüßen. Ja. Sehr nett, anders als in Dortmund. Und, ja, sehr nett. Fahren zwar alle nur Audi, BMW. Ich habe bis jetzt geguckt, ob ich irgendeinen finde mit irgendeinem Auto. Immer Audi, BMW. Also noch extremer als bei uns. Aber ich finde, hier laufen mehr die schickeren rum so. Ja. Ne? Also von den Türken. Ich sage jetzt mal die feineren Türken. Ja, hier laufen die feineren Türken rum. Also die haben hier, glaube ich, nicht, wie sagt man so schön,
die Bummels reingelassen, die immer Scheiße bauen oder so, aber Deutsche bauen auch Scheiße, dies, das, aber wir wissen halt, wie wir das meinen. Hier haben sie anscheinend nur die Netten reingelassen, das ist sehr sauber, keine Graffitis, ne? Also wirklich, ich kann das dir mal zeigen, gleich kurz, wenn das Auto da ein bisschen weg ist. Ey, ohne Scheiß, ich will das mal zeigen hier, das glaubt doch eh keiner. Ja, man denkt sich, Nordstadt sind bei uns auch solche Straßen genug, ja? In der Stadt überall. Man sieht das, nicht ein Graffiti. Guckt euch das an. Und die haben ja auch Läden. Nehmt euch ein Beispiel. Alter, und die haben Blumenkästen unter den Laternen hängen. Ne? Die haben Blumenkästen unter den Laternen hängen und so. Finde ich cool, auf jeden Fall. Ist mal was Neues. Da war gerade Feuerwehr, ja? Man sieht es hinter mir fahren. Die darf man ja nicht filmen eigentlich, ja? Ich hoffe mal nicht, die bremsen deswegen jetzt. Ja, da sind die auch ganz, weißt du? Feuerwehr, Polizei, die kotzen sich doch immer. Ah, da kommen die Bullen auch schon. Wenn man vom Teufel spricht. Also hier Chiller, ne? Ohne Witz, Alter, ein bisschen zurückschrauben, Chilling. Muss ich jetzt auch hier? Ist so. Oder wir müssen das auch. Und ja, hier ist halt keine Chillzone. Man merkt das. Also die Leute hier, ne? Ich glaube, die würden das auch nicht so toll finden. Das Hotel, keine Ahnung, ist cool. Haben wir schon gezeigt, ein kurzes Video. Und ja, wollten eigentlich nochmal kurz den Storch zeigen. Und haben uns dann gleich hier wieder so verplappert. Wie gesagt, da vorne ein Nightclub. Da sieht es ein bisschen runtergekommen aus. Daneben ist ein riesengroßer Dönerladen. Also ein riesengroßer. Ne? Ziemlich groß. Also bei uns habe ich, glaube ich, noch nicht so einen großen gesehen. Jetzt in Dortmund speziell selber, ja. Aber dieser Pi de Westendorfstraße. Beste Dönerladen in ganz Dortmund. Wer Döner liebt, wer Döner mag, hingehen. Ne? Das ist in Aplabek an der Westendorfstraße. Ey, der geilste Dönerladen, Leute. Ehrlich, ich habe alle Dönerläden durch eure Stadt. Gibt sehr leckere auf jeden Fall, aber boah, der ist ja mal so lecker bei uns in Aplabek. Muss ich schon sagen. Also Aplabek ist zwar Klapsmühle, Alter, aber ne? Döner, hammergeil. Pi de an der Westendorfstraße, merken. Pizza Döner bedeutet das, Abkürzung PI und dann Strich de, de, also Pi de. Cool, cool, sehr lecker. Ja, und ich würde sagen, wir melden uns dann nochmal. Das ist wieder die Polizei. Ich glaube, die kontrollieren uns jetzt auch gleich, denke ich mal. Weil die machen das hier ziemlich oft, denke ich mal. Weil hier, ja, denke ich mal schon. Weil das hier halt noch Deutschland ist, das meine ich ja. Und wie gesagt, wir melden uns wieder.